Mit einem behüteten Spaziergang durch die Biedermeierzeit feierte das Nordico Stadtmuseum Linz den 200. Geburtstag des Malers Johann Baptist Reiter. Den Spuren seines Lebens folgt man bei der Ausstellung anhand seines vielfältigen Werkes. Bekannt ist über den 1813 in Linz geborenen Maler nur wenig. Frauen waren nicht nur eine Quelle der Inspiration für ihn, sie prägten auch sein persönliches Schicksal. Wir wissen, dass er eben seine Tochter auch früh verloren hat mit 19 Jahren. Das ist ein Schicksalsschlag, den man, glaube ich, mit nichts anderem im Leben vergleichen kann. Er hat auch beide Ehefrauen überlebt, auch seine Schwestern überlebt und hat dann eigentlich in seiner Arbeit auch eigentlich seine Stille eingekehrt. Ich finde, sie sind unglaublich frisch, sie sprechen einen unglaublich an und er hat sich mit so vielen Bereichen beschäftigt. Das heißt, als junger Mann, als er noch in der Tischlerwerkstatt bei seinem Vater in Linz-Urfahr gearbeitet hat, hat er auch ein Votivbild oder viele Votivbilder eigentlich, also im sakralen Inhalten, gemalt. Die Ausstellung gewährt durch die Verbindung von Möbelstücken, Alltagsgegenständen und Kleidern mit Reiters Bildern einen Einblick in die Epoche des Biedermeier. Den Hüten haben wir einen eigenen Raum gewidmet, den Hutsalon. Und es sind Textilien ausgestellt, die zum ersten Mal gezeigt werden und sie sind aus dem Eigenbestand des Nordico Stadtmuseums. Die Tapeten, die Sie in jedem Raum sehen, sind Zitate aus der Biedermeierzeit und sie durchbrechen die Bildabfolge in jedem Raum. Und es ist kaum zu glauben, dass die Muster tatsächlich der Biedermeierzeit zugeordnet sind, aber es ist wahr. Johann Baptist Reiters Beitrag zur Biedermeier-Malerei wird facettenreich beleuchtet. Die Menschen sind der Mittelpunkt im Werk des vielseitigen Künstlers. Er war ein bedeutender Realist. Er ist vielleicht einer der wichtigsten Porträtisten in Österreich im 19. Jahrhundert. Und besonders das Frauen- und das Kinderbild war ihm ein großes Anliegen. Und hier ist er der ganz große Meister dieser Porträtisten. Der Begriff Biedermeier begegnet uns auch heute wieder häufiger. Ist eine neue Biedermeierzeit angebrochen und was versteht man unter dem Biedermeier-Effekt? Unter dem Biedermeier-Effekt versteht man heute Zusammenkünfte von oft Jugendlichen wieder im Privaten. Es ist eine Rückkehr zu den inneren Werten, auch neue Lebensformen, die gesucht werden. Und man feiert auch Partys letztlich mit dem geschützten Raum bei Freunden. Nicht nur das Nordico feiert den Geburtstag des Malers. Das Schlossmuseum bietet mit einer eigenen Ausstellung die Ergänzung zu dieser bislang umfassendsten Retrospektive zu Johann Baptist Reiter.